Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Wir fangen sofort an, inshallah ta'ala. Wir warten nur ganz kurz, bis jemand hereinkommt, bis noch genügend Leute hereinkommen. Bitte eine 1 drücken. Barakafik öz ayhan. Jazakallah khairan. Wir warten nur, bis noch ein paar Leute reinkommen. In der Zwischenzeit klären wir wieder den Ton und das Bild. Alles in Ordnung, inshallah ta'ala. Hört ihr uns gut? Bismillah, hört ihr uns gut? Hört ihr uns gut, dann bitte eine 1 eintippen. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Wir fangen sofort an, bi'idhnillah ta'ala. Nur ein paar Sekunden, bis noch ein paar Leute hereinkommen. Bitte jetzt noch nicht viel tippen, Jazakumullah khairan, weil ihr habt danach noch die Gelegenheit, dass wir auch miteinander kommunizieren. Aber jetzt am Anfang noch nicht viel tippen. Nur wenn ich euch frage, dann bitte tippt etwas. Ansonsten bewahrt das andere, hebt es auf. Wir werden noch ein bisschen bi'idhnillah ta'ala zusammen sein. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. كلهم ده خط واحد بقى. Ist Maria anwesend und Osama, sind diese Personen anwesend, damit sie wieder bi'idhnillah ta'ala den Unterricht mitschreiben? Osama und Maria, seid ihr anwesend? Ja, liebe Geschwister, ihr sollt wissen, dass wir das ab jetzt so machen, bi'idhnillah ta'ala, dass wir immer Leute haben, die uns mitbegleiten und die auch alles zusammenfassen, bi'idhnillah ta'ala, damit ihr auch diese Sachen bekommt, inshallah ta'ala. Also entweder wird das dann im Anhang an die Videodatei gemacht oder ihr könnt euch die nötige Datei, die wir jetzt inshallah ta'ala auch dann fertigstellen, die könnt ihr euch dann auch bei uns inshallah ta'ala einholen. Wenn du das sagst, Ridwan, dann sind wir startbereit, inshallah. طيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Heute ist wieder eine wunderbare Gelegenheit, mit euch gemeinsam Allahs Name und den Namen seines Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu erwähnen. Deswegen alleine dieses bringt uns schon Glückseligkeit in unsere Herzen herein, in einer Welt, die bei Allah leider nicht mehr so funktioniert, wie es einmal gewesen ist. Allah subhanahu wa ta'ala, er tauscht seine Diener aus, die Gläubigen. Wenn er sieht, dass sie sich auf dem geraden Weg befinden, dann wird er ihnen immer eine Machtstellung geben. Aber wenn diese ihre Religion verlieren, dann wird Allah azza wa jal uns verlieren lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala
uns diesen Zustand erleichtern und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem Weg der Besserung bringen. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wie ihr seht, alles hat etwas Gutes, auch diese Corona-Krise, auch dieser kann man etwas Gutes abgewinnen, indem wir sehen, dass unsere Geschwister sich auch der Religion wieder nähern. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Vielleicht mögt ihr eine Sache nicht, vielleicht hasst ihr sogar sie. Diese Sache, sagt Allah Azza wa Jal, aber sie ist gut für euch. Und das sollten wir immer wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala immer alles mit seiner Weisheit und mit seinem Wissen machen. Immer mit seiner Weisheit und mit seinem Wissen macht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf einen geraden Weg befestigen. Liebe Geschwister, die Serie, die wir begonnen haben, die Jugendlichen und ihre Probleme. Und wie unsere geehrten Gelehrten immer sagen, es darf niemals sein, dass die Ummah, das heißt die Muslime, auf einem Tal sind, auf einer Seite sind mit ihren Problemen und die Gelehrten sind auf einem anderen Tal oder auf einer anderen Seite. Dieses darf niemals geschehen, dass die Muslime sich auf einer Seite befinden und die Gelehrten, sondern sie sollen zusammenwirken. Und die Gelehrten haben die großartige Aufgabe, dass sie den Muslimen vorgeben, wie sie zu leben haben, nach dem Prinzip, was Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Koran und auf der Zunge des Propheten sallallahu alaihi wasallam herabgesandt hat. So heißt es, dass wir zusammenwirken müssen, bi'idhnillah ta'ala, damit wir auch einen größtmöglichen Nutzen erzielen. Bedeutet, dass wir unsere Shabab, unsere Umma nicht im Stich lassen. Und viele fühlen sich leider im Stich gelassen, weil wir haben das letzte Mal kurz angesprochen. Ich werde es vielleicht in kurzen Worten wiederholen. Wir versuchen als Prediger natürlich die Leute immer zum Guten zu rufen. Und wir versuchen sie dorthin zu führen, wo Allah subhanahu wa ta'ala sie gerne sehen möchte. Aber in einer gewissen Art und Weise haben die Menschen recht, dass wir als Prediger manchmal nachlässig sind. In einer gewissen Art und Weise. Ich will es erläutern, warum. Weil es reicht nicht nur aus, dass wir unsere Umma und unsere Shabab in vorderster Linie und an vorderster Stelle zum Guten rufen. Nein, wir müssen ihn auch zur Seite stellen. Das heißt, wenn die Shabab, wenn die Jugendlichen anfangen, Probleme zu haben, wenn die Jugendlichen Beistand brauchen, wenn die Jugendlichen Fragen haben, dann brauchen sie Leute, an die sie sich wenden können. Und wenn wir aber von der Art und Weise sind, wir Prediger, dass wir sagen, wir sind da für euch, aber wir sind tatsächlich gar nicht da für sie, weder stehen wir ihnen zur Seite, noch beantworten wir ihnen ihre Fragen, noch kümmern wir uns um sie, dann fühlen sie sich im Stich gelassen. Und dieses sich im Stich gelassen fühlen, bedeutet auch, dass viele wieder abkehren von diesem Weg. Und wir haben das gesehen in der Vergangenheit, liebe Geschwister, da brauchen wir uns selber nicht zu betrügen. Insofern müssen wir zusammenarbeiten. Das heißt, die Muslime und die Prediger, beide müssen zusammenarbeiten. In der Art und Weise, dass wir versuchen, an Zeit zur Verfügung zu stellen. Und hier komme ich zum nächsten Punkt. Dass wir versuchen, an Zeit zur Verfügung zu stellen, was uns auch an Zeit auch tatsächlich zur Verfügung steht. Wir können auch nicht über unsere Grenzen hinaus arbeiten. Denn, ihr wisst, liebe Geschwister, auch die Prediger, sie müssen in erster Linie, sie müssen auch ihr Risk verdienen. Das heißt, sie müssen versuchen, auch etwas an Geld verdienen, um zu überleben. Sie haben Familien, sie müssen selber ihre Religion lernen und sie haben Verpflichtung in dieser Art und Weise, wie wenn jemand eine Moschee führt, wenn jemand eine Organisation leitet oder sonstiges. Das heißt, das sind Dinge, für die er ebenfalls Zeit aufwendet. Das heißt, es bleibt eine gewisse Zeit frei, die er opfern kann für diejenigen, die auch tatsächlich seine Hilfe brauchen. Aber wir können nicht 24 Stunden jedem zur Verfügung stehen, sondern vielmehr ist das ein Zusammenspiel. Und es ist niemals möglich, dass wir 24 Stunden neben einer Person stehen und ihnen sagen, mach dieses und mach jenes. Also haben wir auch, alhamdulillah rabbil alamin, Unterricht hinterlassen, viele Fragen und Antworten hinterlassen, so dass ihr uns bei der Erziehung mithelfen müsst, liebe Geschwister. Denn einer kann nicht sagen, ja, ich bin zu gar nichts in der Lage und mach du alles für mich. Nein, so ist der Islam niemals gekommen, sondern der Islam ist als eine Religion gekommen, wo wir eine Umma sind und alle zusammen uns die Hände ausstrecken. Das heißt, wir erwarten, so wie ihr auch gewisse Erwartungen natürlich habt an die Prediger, dass ihr sagt, und wenn ich Prediger sage, dann meine ich die Leute, die ihre Religion gelernt haben. Ich meine nicht die Tausende von Leuten, die heute im Facebook und YouTube vorhanden sind und jeder ein großer Sheikh geworden ist. Ich rede über die Leute, die basiertes Wissen haben und versuchen, ihre
das Wissen, was sie erlernt haben, weiterzugeben. Nur über diese Leute rede ich. Zweitens, liebe Geschwister, wenn wir sagen, wir müssen zusammenhalten, dann heißt das, es sind Unterrichte da. Es sind Fragen und Antworten da. Das heißt, bemüht euch erstmal, etwas zu erreichen, etwas zu erlernen. Und was auch immer ihr an offenen Fragen habt, das könnt ihr erfragen, bi'idhnillah ta'ala. Und dieses Erfragen, ich weiß, dass dieses manchmal Zeit kostet und Überwindung kostet, aber letztendlich lernt ihr eure Religion. Und das ist eine Sache, für die ihr belohnt werdet. Denn ein Muslim ist anders als die anderen Leute. Wallahi, komplett anders als die anderen Leute. Er lernt seine Religion und er praktiziert seine Religion entsprechend des Wissens, was er sich angeeignet hat. Das ist bei anderen Leuten anders, wie ihr wisst. Aber bei uns ist es so, dass man die wissenden Leute fragen muss, damit man auch seine Religion richtig praktizieren kann. Aber, lieber Bruder und liebe Schwester, wichtig ist, dass wir zusammenwirken. Es gibt Leute, die rufen uns 20 Mal am Tag an. Ich übertreibe jetzt etwas, aber es ist wirklich schon in dieser Richtung passiert. Das bringt uns nicht viel und das wird nicht unser Verhältnis verbessern, sondern es ist wichtig, dass jemand sich abmüht, indem er guckt, was ist da an vorhandenen Unterrichten, was ist da an vorhandenen Fragen und Antworten. Und wenn er dann wirklich nicht mehr weiterkommt, dann ahlan wa sahlan, die Telefonnummer ist da. Wie ihr wisst, liebe Geschwister, unsere Telefonnummer ist öffentlich. Zweitens, man kann uns anschreiben über Telegram, beziehungsweise uns eine Sprachnachricht schicken. Auch das machen sehr viele Geschwister. Und das ist der Hauptweg, den ich versuche zu bevorzugen. Warum? Weil ich sehr wenig Zeit habe zum Schreiben. Und ich schreibe auch nicht gerne, um ehrlich zu sein. Deswegen über Sprachnachricht ist das sehr viel leichter für mich. So kann ich viel, viel mehr Fragen beantworten. Daher versucht einfach mal, diese Fragen, die im Internet da sind, versucht sie erstmal auszuschöpfen und wenn ihr dann nichts findet, dann, walhamdulillah, rabbil alamin, versuchen wir euch gerne zur Verfügung zu stehen mit den Möglichkeiten, die da sind. Und wir können auch nicht über unsere Möglichkeiten hinaus arbeiten. Was meine ich damit? Es gibt Leute, die rufen uns um 2 Uhr morgens an, um 3 Uhr morgens, um 4 Uhr morgens. Das geht nicht, ja. Das ist auch nicht wirklich, das zeugt nicht von einem guten Charakter. Man könnte andere Worte dafür finden, aber die will ich nicht sagen. Das zeugt nicht von einem guten Charakter, dass du jemanden anrufst um 2 oder 3 oder 4 Uhr. Ich persönlich, ich traue mich spät abends nicht mal mehr, meine Eltern anzurufen. Wie ist es dann mit einer fremden Person? Daher muss man immer den Respekt bewahren und daher muss man immer erzogen bleiben. Und dann wird dir der Prediger helfen. Aber wenn man unerzogen ist am Telefon und wenn man jemanden präsentiert, der man gar nicht ist und man versucht, arrogant zu sein am Telefon, dann, subhanallah, werden sich unsere Wege leider nicht vereinen, sondern sie werden auseinandergehen. All dieses existiert, worüber ich gesprochen habe. Deswegen will ich nochmal zusammenfassen, liebe Geschwister, und wir lieben euch für Allah, subhanahu wa ta'ala. Wir sind gerne für euch da, wie ihr wisst, und wir versuchen auch in ganz Deutschland unsere Unterrichte zu machen, weil auch dort nur Moscheen existieren, aber keine Prediger. Und ich habe immer gesagt, walhamdulillahi rabbil alamin, das ist auch meine Überzeugung, ich bin bereit, überall hinzugehen, egal wo man mich einlädt. Nur wichtig ist, dass man mich einlädt. Und wenn ich eingeladen werde, dann komme ich auch dorthin. Und ich nehme auch die Probleme auf mich. Das braucht nicht mal die Moschee zu machen. Das erwarte ich auch nicht von den Leuten. Sondern ich nehme die Probleme auf mich. Was meine ich mit Probleme? Wenn wir den richtigen Weg, verbreiten, dann natürlich werden Probleme kommen, wie ihr das auch wisst. Aber ich bin bereit, das alles auf mich zu nehmen. Ich bin bereit, auch ins Gefängnis zu gehen, kein Problem. Nur, dass man mir eine Plattform bietet, dass ich auch euch in anderen Städten besuchen kann. Denn von vielen Geschwistern bekomme ich zu hören, wir haben zwar Moscheen, wir haben auch teilweise Eigentumsmoscheen, aber wir haben keine Prediger. Und das wird uns nichts bringen. Was sollen wir damit? Ich kann die beste ausgerüstete Küche haben, aber wenn kein Koch da ist, wenn kein Koch in dieser Küche ist, wie also sollen wir einen Nutzen erzielen, liebe Geschwister? Und daher bitte ich euch, dass ihr immer versucht, bi'idhnillah ta'ala, auf dem Weg zu sein, die sich abmühen und anstrengen für ihre Religion. Höre, was Allah azza wa jalla sagt. Er hat dir ein gewaltiges Versprechen gegeben. Er sagte, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا. Und diejenigen, die sich auf unserem Weg anstrengen, wenn du die Religion lernst, gehörst du dazu. Wenn du versuchst, das Gebet richtig zu machen, gehörst du dazu. Wenn du reist, um nach Wissen zu streben, gehörst du dazu. Diejenigen, die sich auf unserem Weg anstrengen, so werden wir sie unsere Wege leiten. Wir werden ihnen den Weg zum Guten zeigen und damit in das Paradies. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und alle Anwesenden in das Paradies hereinbringen. Das ist unser Ziel.
Und das ist das, was wir begehren. Aber wie gesagt, wir müssen zusammenwirken und wir müssen zusammen ein Team sein, auf das wir auch, bi'idhnillah ta'ala, liebe Geschwister, diesen Weg beschreiten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch Erfolg geben und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht vom richtigen Weg abirren lassen. Kurz über diese Serie, die Jugendlichen und ihre Probleme, das war die Serie, die ihr euch ausgesucht habt. Und wir werden in dieser Serie, bi'idhnillah ta'ala, auf viele, viele Probleme der Jugendlichen eingehen. Und dieses deswegen, weil die Jugendlichen diejenigen sind, auf die wir uns konzentrieren. Was bedeutet das? Das bedeutet, die Jugendlichen sind eher bereit, sich für die Religion anzustrengen und auch etwas Neues zu erlernen, als Leute, die schon ein gewisses Alter erreicht haben. Als Leute, die ein gewisses Alter erreicht haben oder sogar in bestimmten Traditionen und Kulturen festgefahren sind. Diese Leute sind sehr schwer zu überzeugen, aber allerdings die Jugendlichen, walhamdulillahi rabbil alamin, weil sie auch bereit sind, etwas für ihre Religion zu opfern, so ist es das Wichtigste, dass wir uns erstmal um diese Zielgruppe kümmern, damit wir auch, bi'idhnillahi ta'ala, gemeinsam einen Weg beschreiten, der zum Erfolg führt. Und dieser Weg ist, dass wir uns um die Probleme der Jugendlichen kümmern. Heute, bi'idhnillahi ta'ala, und es werden die nächsten Wochen auch noch unterschiedliche Unterrichte gestartet, werden wir darüber reden, über die Jugendlichen und die Angst vor dem Tod. Die Jugendlichen und die Angst vor dem Tod. Und ich habe eine Frage an dich, o Diener Allahs. Hast du Angst vor dem Tod? Und ich habe eine zweite Frage. Wärst du bereit, heute zu sterben? Antwort. Hast du Angst vor dem Tod? Und wärst du bereit, heute zu sterben? Als ob ich dir sagen möchte, wenn du bereit bist, heute zu sterben, dann lebst du richtig. Denn ein Muslim sollte sich immer vorbereiten für den Tod. Und er sollte diese Sache niemals in die Länge aufziehen. Niemals in die Länge ziehen. Warum? Damit er auch weiß, dass heute, jetzt vielleicht sogar, oder in ein paar Minuten oder in ein paar Tagen, sein Tod eintreten kann. Denn der Muslim ist nicht jemand, der ein Träumer ist, der denkt, dass er selber seinen Todeszeitpunkt festschreiben kann, dass er selber seinen Todeszeitpunkt aussuchen kann, sondern der Muslim ist jemand, der weiß, Allah hat alles in der Hand. Von einer zur anderen Minute könnte ich jetzt sterben. Sofort. Ohne Vorwarnung und ohne Erkrankung. Ja, Chua, auch dieser Coronavirus, die meisten Leute sterben an etwas anderes. Es ist nicht der Coronavirus, an dem die meisten Leute sterben. Daher solltet ihr wissen, auch wie ihr mit diesem Thema umgeht. Wir Muslime, wir haben eine, walhamdulillahi rabbil alamin, eine innere Ruhe in unserem Herzen, weil wir uns auf den Tod vorbereiten. Was meinen wir damit? Ein Muslim versucht, alle seine Pflichten gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala zu machen. Und er versucht auch, wenn er eine Sünde macht, sofort dafür zu bereuen. Und ein Muslim versucht nicht, die Rechte der anderen Menschen zu verletzen. Wenn er nach diesem Schema lebt, er macht seine Pflichten. Wenn er eine Sünde macht, dann bittet er Allah sofort um Vergebung. Und dieser Muslim versucht auch ebenfalls, nicht die Rechte der anderen zu verletzen. Wallahi, billahi tallahi. Und ich schwöre einen kräftigen Schwur, du wirst das schönste Leben leben. Glaube mir. Du wirst eine innere Ruhe haben, die mit nichts vergleichbar ist. Mit nichts. Und du wirst von dieser Dunya nichts ersehnen. Dieses Leben der Leute, die Luxus lieben. Dieses Leben der Leute, die von einer Party zur anderen gehen. Dieses Leben der Leute, die bei jeder Gelegenheit Alkohol trinken. Dieses Leben der Leute, die nur Spiel und Spaß im Kopf haben. Du wirst diese Art von Leben hassen. Weil das nicht das tatsächliche Leben ist. Das tatsächliche Leben ist, dass du dich Allah subhanahu wa ta'ala unterwirfst und dass du Allah azza wa jal gehorsam bist. Abul Bara, gebe uns einen Beweis dafür. Partys können doch schön sein.
mit Freunden zu sitzen und Alkohol zu trinken kann doch schön sein. Musiklieder zu hören mit seiner Freundin kann doch schön sein. Wisse, wer dir so etwas erzählt, er hat dich getäuscht. Und wenn du so etwas mit deinen Augen als richtig betrachtest, dann bist du schon bereits getäuscht. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, der uns allesamt erschaffen hat, höre, was er sagt. Man amila salihan min dhakarin aw untha. Wer Gutes tut, sei er Mann oder Frau. Wa huwa mu'min, und er ist dabei ein Gläubiger, bedeutet ein Muslim, der am Allah und den jüngsten Tag glaubt. Und er ist dabei ein Gläubiger. فَلَنَحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. So werden wir ihm ein schönes Leben bescheren. Hast du die Wörter gehört? Diese Wörter sind nicht von Abu al-Bara. Diese Wörter sind von Allah, der die Menschen erschaffen hat. Ich wiederhole diese Ayah. Weil diese Ayah sollte uns ständig begleiten. Wer Gutes tut, sei er Mann oder Frau, Allah subhanahu wa ta'ala ist gerecht. Tut die Frau Gutes, geht sie ins Paradies. Tut sie Schlechtes, geht sie ins Höllenfeuer. Tut der Mann Gutes, geht er ins Paradies. Tut er Schlechtes, geht er in das Höllenfeuer. Wer Gutes tut, sei er Mann oder Frau, und er ist dabei ein Gläubiger. Viele Leute behaupten über sich, dass sie gläubig sind, aber sie sind nicht gemeint, sondern damit ist der gläubige Muslim gemeint. Damit ist der gläubige Muslim gemeint, und er ist dabei ein Gläubiger, so werden wir ihm ein schönes Leben bescheren in dieser Welt und in der nächsten Welt. Das sind die Wörter Allahs Azza wa Jal. Willst du ihn nicht glauben, O Diener Allahs? Ala ya'lamu man khalaqa. Weiß er denn nicht, was er erschaffen hat? Und Allah Azza wa Jal, er meint damit, wenn er diejenigen erschaffen hat von seinen Dienern, weiß er nicht über diejenigen Bescheid, die er erschaffen hat? Ist das dein Glaube, O Diener Allahs? Natürlich nicht, sondern du sagst, Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß, was wir brauchen. Und er weiß, was uns zufriedenstellt. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jal, ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub, werden die Herzen nicht nur mit dem Gedenken zu Allah Azza wa Jal ruhig. Mit was willst du dein Herz ruhig kriegen? Mit einem Lied? Wie oft willst du das Lied hören? Und irgendwann kannst du es nicht mehr hören. Oder du sagst mir, ich werde mit diesem Spiel oder mit jenem Ereignis und mit jenem Ort zufrieden sein. Wisse, O Diener Allahs, das alles ist ein Einflüstern vom Shaitan. Du wirst nur glücklich werden in dieser Welt, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber gehorsam bist. Und das siehst du doch auch an den leuchtenden Gesichtern der gläubigen Menschen. Und du siehst die Unzufriedenheit der reichen Menschen, die nichts mit der Religion zu tun haben. Das ist der Unterschied, der dir auch klar geworden ist. Wir wollen natürlich über dieses Thema sprechen. Viele Muslime haben Angst vor dem Tod. Richtig. Aber sollten sie Angst haben? Wenn ich jetzt sage, ich habe eine Angst vor dem Tod, habe ich dann eine falsche Einstellung im islamischen Sinne? Sollte meine Einstellung sein, dass ich sage, jetzt der Tod? Hören wir dazu eine Überlieferung, liebe Geschwister, die in As-Sahih von Imam Al-Bukhari rahimullah ta'ala überliefert wurde, an Aisha radiyallahu anha qala. Sie sagte, Aisha radiyallahu anha sagte, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, man ahabba liqa' Allah, ahabba Allah liqa'. Der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte, höre zu, O Diener Allahs, wer die Begegnung, wer das Treffen mit Allah liebt, so liebt Allah das Treffen mit ihm. Allahu Akbar. Wer das Treffen mit Allah liebt, so liebt Allah das Treffen mit ihm. وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَ. Aber derjenige, der das Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala hasst, es nicht wünscht, so hasst Allah das Treffen auch mit dieser Person. Schaut, wie die Antwort von Aisha radiallahu anha war. Sie sagte, يَا نَبِيَ اللَّهِ فَكُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتِ. Prophet Allahs, wir alle hassen den Tod. Was meinte Aisha radiallahu anha? Hat sie gesagt, wir hassen den Tod, weil wir nicht Allah subhanahu wa ta'ala begegnen wollen? Kalla, bei Allah nein. Sie meinte damit, wir alle haben eine natürliche Angst vor dem Tod. Der Tod an für sich ist ein gewaltiges Ereignis. Und die Menschen haben generell eine Distanz zu Dingen, die zum Verborgenen gehören. Was wird passieren, wenn der Tod einsetzt?
Was wird mit uns geschehen? Wohin gehen wir? Natürlich Antworten, die uns der Islam nicht vorenthalten hat. Aber trotzdem ist das ein Thema vom Verborgenen. Und der Mensch, er macht sich Gedanken und er macht sich Sorgen. Wie wird es mit mir weitergehen? Wie wird es nach dem Tod mit mir weitergehen? Deswegen sagte Aisha radiallahu anha, sie sagte, فَكُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتِ. O Prophet Allahs, wir alle hassen den Tod. Nicht, weil der Tod der Weg dazu ist oder den Weg frei macht, Allah zu begegnen, sondern vielmehr, was wird uns erwarten? Eine natürliche Angst, die du und ich haben, ganz normal. Und das ist auch nicht Schlimmes, dass wir das haben. Deswegen sagte der Prophet ﷺ hier nicht zu Aisha, du bist irre gegangen und deine Antwort war falsch. Er sagte zu ihr, Laysa kadhalik. Es ist nicht so, wie du meinst, denn du hast recht, dass man eine natürliche Angst vor dem Tod hat. Das ist ganz normal. Jedoch sagte er zu ihr, Laysa kadhalik, ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاء الله أكبر. Lasst uns diese Überlieferung genießen, liebe Geschwister. Er sagte zu ihr, wer? Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam. Und gleichzeitig der Ehemann von Aisha, radiallahu anha, er sagte zu ihr, es ist nicht so, wie du denkst. Die natürliche Angst, die ist berechtigt. Sondern vielmehr, wenn der Gläubige dabei ist zu sterben. Ist er schon gestorben? Nein. Wenn der Gläubige dabei ist zu sterben, dann wird ihm verkündet. Allahu Akbar. Dann wird ihm verkündet, bevor er stirbt. Allahs Barmherzigkeit auf dich. Allah ist barmherzig mit dir. Und Allah ist mit dir zufrieden. Und Allah wird dir das Paradies schenken. Daraufhin, nachdem dieser Diener, der dabei ist zu sterben, diese Botschaft empfängt, nachdem er diese Wörter gehört hat, so liebt er die Begegnung mit Allah und Allah liebt die Begegnung mit ihm. Hast du jetzt alles verstanden? Das heißt, o Diener Allahs, dass aufgrund dessen, weil der Diener vor seinem Tod, bevor ihm die Seele komplett vollständig entnommen wird, bekommt er diese Wörter zu hören, denn Allah, er will ihn Ruhe in seinem Herzen geben, bevor er sich von dieser Welt verabschiedet. Allah will ihm Ruhe in seinem Herzen geben, bevor du stirbst, bevor dieses gewaltige Ereignis jetzt bei dir eintrifft. Allahs Barmherzigkeit auf dich. Allah ist zufrieden mit dir. Und Allah wird dir das Paradies gewähren. Daraufhin kann der Diener es kaum abwarten, Allah zu begegnen. Alle Sorgen sind jetzt weg. Wir haben gesagt, der Tod gehört zum Verborgenen. Wenn wir uns jetzt Gedanken über den Tod machen, dann sagen wir, stopp. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber höre zu, wenn du richtig lebst, und wir werden dazu kommen, und wenn du dich an dem Weg der Rechtleitung hältst, so wisse, o Diener Allahs, mit Sicherheit, du wirst diese Botschaft bekommen von Allah Azza wa Jal. Und nicht nur das. Wenn Allah Azza wa Jal dann auch deine Seele nehmen lässt, so werden sich die gesamten Engel um dich scharen. Und sie werden fragen, nachdem deine Seele mit einem Leichentuch aus dem Paradies gewickelt wurde und dir Parfüm gegeben wurde vom Paradies, so werden die Engel sich um dich scharen und sie werden einander fragen, wem gehört diese gute Seele? Und sie reichen diese Seele von einem Engel zum anderen und begleiten die Seele auf ihrem Weg nach oben, weil sie es lieben, die Gesellschaft der rechtschaffenen Menschen zu genießen. Allahu Akbar. Ja, Achi, ist das nicht eine Bushra von Allah Azza wa Jal? Ist das nicht eine frohe Botschaft von Allah Azza wa Jal? Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß, wie schwer der Tod ist. Bei Allah, denn als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dabei war zu sterben, so sagte er voller Schmerzen, Inna lil mauti la sakarat, inna lil mauti la sakarat. Wahrlich, der Tod, er hat Qualen. Der Tod hat Qualen.
Das wissen wir. Und der Tod ist nichts Leichtes. Aber der Tod gleichzeitig, o Diener Allahs, er wird dir, wenn du ein Gläubiger warst, er wird dir erleichtert werden. Warum? Du bekommst diese Botschaft von den Engeln, dass Allah Azza wa Jal mit dir zufrieden ist und dir sein Paradies gewährt. Erst dann wird dir die Seele genommen. Und dann bist du auch voller. Und dann bekommst du diese Ruhe in deinem Herzen, dass du weißt, du wirst nur eine gute Begegnung mit Allah haben. Allahu Akbar. Und er sagte weiter, alayhi salatu wassalam, wa innal kafir, was aber den Ungläubigen anbelangt, den Glaubensverweigerer, idha bushira bi'adhabi Allahi wa sakhati, wenn ihm verkündet wird, dass Allah subhanahu wa ta'ala's Strafe auf ihn wartet und dass Allahs Zorn über ihn ergangen ist. Was passiert mit ihm? Kariha liqa' Allah, fakariha Allahu liqa'a. So hasst dieser Diener die Begegnung mit Allah und Allah azza wa jal hasst die Begegnung mit ihm. Möge Allah azza wa jal mich und dich vor diesem Zustand bewahren. Allahumma amin. Hast du die beiden Unterschiede gesehen? Der eine wird nicht von dieser Welt getrennt, von der Dunya, bis er die frohe Botschaft bekommt, dass Allah Azza wa Jalla mit ihm zufrieden ist. Was den anderen anbelangt, so wird ihm verkündet, dass die Strafe Allahs und sein Zorn auf ihn wartet. Und wie soll diese Person sterben? Und er weiß, dass nach dem Tod ihn Gewaltigeres erwartet. O Diener Allahs, zu welchen der beiden Gruppen möchtest du gehören? Wenn ich dich frage, es wird der Todeszeitpunkt kommen. Möchtest du, dass die Engel der Barmherzigkeit deine Seele nehmen? Oder möchtest du viel lieber, dass die Engel der Strafe deine Seele nehmen? Du sagst zu mir, Abu'l-Bara, ich bin nicht verrückt, ich bin noch klar bei Verstand. Ich möchte nur, dass die Engel der Barmherzigkeit meine Seele nehmen. Und wisse, wenn du willst, dass die Engel der Barmherzigkeit deine Seele nehmen, so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn Allah azza wa jal seinen Diener liebt oder wenn Allah azza wa jal für seinen Diener das Gute möchte, so benutzt er ihn. So fragten die Sahaba radiallahu anhum, was bedeutet es, er benutzt ihn? Er sagte, alayhi salatu wassalam, Allah wird ihn dazu führen, dazu leiten, eine gute Tat zu machen und dann nimmt Allah azza wa jal seine Seele. Ja, Achi, ich frage dich und ja, Uchti, ich frage dich und wir lieben euch für Allah azza wa jal. Wenn du nur einmal im Monat eine gute Tat machst oder einmal in der Woche, eine gute Tat machst und sonst bist du die gesamte Zeit nur am Sündigen. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Engel dich bei einer guten Tat antreffen? Und wie wahrscheinlicher ist es, dass sie dich bei einer schlechten Tat antreffen und sie dann deine Seele nehmen? Sag es mir. Je mehr du an guten Taten machst, umso wahrscheinlicher ist es, dass du die letzte rechtschaffene Tat vor deinem Tod machst. Wahrscheinlich. Wir alle sind Sünder. Möge Allah azawajal uns vergeben. Und wir alle sind Leute, die manchmal nachlässig sind. Und wir alle sind Leute, die manchmal unaufmerksam sind. Vielleicht sogar für ein paar Momente Allah subhanahu wa ta'ala vergessen, weil der Shaitan uns etwas Schönes versprochen hat. Weil der Shaitan uns etwas Schönes geben möchte. So haben wir ihm gefolgt und Allah subhanahu wa ta'ala vergessen. Aber in diesem Zeitpunkt solltest du wissen, o Diener Allahs, wenn du jemand bist, bei dem das selten passiert, so gut wie gar nicht passiert und du bist nur mit guten Taten beschäftigt, so werden die Engel dich bi'idhnillah ta'ala antreffen, während du eine gute Tat gemacht hast. Und so ist das, was wir lernen sollten. Wenn du weißt, dass du in 2 Stunden sterben wirst, eine Frage, wird der Todesengel dich bei einer Tat besuchen, wird der Todesengel dann bei einer Tat dich antreffen,
Die schlechteste oder die guteste? Du sagst mir auf jeden Fall gut, weil wenn ich weiß, in 2 Stunden werde ich sterben, so werde ich mir die größte Mühe geben, dass der Todesengel mich nur bei einer Tat antrifft, die gut ist. Und ich glaube dir. Und bei Allah, ich glaube dir. Nur ist das der Regelfall oder kommt nicht der Todesengel, wenn einer dabei ist, einen Joint zu rauchen? Oder wenn einer dabei ist, Alkohol zu trinken? Oder wenn einer dabei ist, ein Lied zu hören? Oder wenn einer mit seinen schmutzigen, verdorbenen Freunden, mit seinen schmutzigen, verdorbenen Freunden um die Gegend zieht, ist das nicht der tatsächliche Fall. So kommt der Todesengel zu ihm, während er nicht vorbereitet ist auf seinen Tod. Und wenn er nicht vorbereitet ist auf seinen Tod, so hat er die Begegnung mit Allah Azzawajal vergessen. Und die Sache ist leicht. Leb ein Leben der Rechtschaffenen und du wirst bereit sein für den Tod, bi'idhnillah ta'ala. Aber wenn du ein anderes Leben lebst, wallahi, es wird dir immer im Herzen schmerzen, was wird im nächsten Moment passieren. Wenn du eine Sünde machst, du weißt ganz genau, dass Allah Azzawajal in der Lage ist, deine Seele nehmen zu lassen, während du die Sünde machst. Und während du dich vielleicht dabei so freust, dass du die Sünde machst, wie sich nur ein Gläubiger freut, wenn er eine gute Tat macht. Daher wisse, Allah ist in der Lage dazu. Wie viele Leute sind gestorben, während sie nicht damit gerechnet haben? Die meisten oder die wenigsten? Und daher, o Diener Allahs, rate ich mir und dir, dass wir uns immer mit guten Taten beschäftigen. Denn dieses wird uns abhalten von den Sünden. Und walhamdulillahi rabbil alamin, ist das wichtig, dass wir wissen, wie wir mit dem Tod umgehen. Imam al-Qurtubi, rahimullah ta'ala, einer der großen Tafsir-Gelehrten, er sagte, wenn man sich mit dem Tod beschäftigt, so wird man 3 Früchte daraus ernten. Das heißt, wenn du dich richtig mit dem Tod beschäftigst, dann wirst du 3 Früchte ernten. Der erste ist, dass du dich mit der Reue beeilst. Wie ich dir gesagt habe, wenn du denkst, dass in 2 Stunden der Todesengel kommt, würdest du die Reue aufschieben? Du wirst mir sagen, bei Allah, nein. Ich habe Angst, nicht zu bereuen und deswegen bereue ich sofort, bevor die 2 Stunden um sind. Du hast recht. Man wird sich sofort mit der Reue beeilen. Und man wird Gewissheit im Herzen haben. Das heißt, in 2 Stunden sterbe ich. Und jetzt ist die Zeit sehr knapp für mich. Ich muss die Zeit auf beste Art und Weise ausfüllen, damit ich noch so viel wie gute Taten mitnehme. Und die dritte Frucht ist, dass du tatsächlich gute Taten machst. Das ist der Vorteil, wenn du dich mit dem Tod richtig beschäftigst. Was machen aber manche? Viele von unseren Geschwistern falsch. Sie beschäftigen sich mit dem Tod, aber dieses führt sie dazu, dass sie depressiv werden. Sie verschließen sich in ihrem Zimmer und sie hören auf, Gutes zu machen und denken die gesamte Zeit an den Tod. Das ist falsch. Definitiv falsch. Denn wir haben erklärt, welche 3 Früchte eigentlich vom Gedenken an den Tod entstehen sollten. Dass du schnell bereust, dass du eine klare Gewissheit in deinem Herzen trägst und dass du vor allen Dingen viele gute Taten machst. Aber wenn genau das Gegenteil eintrifft, dann heißt das, du hast dich falsch mit dieser Sache beschäftigt, o Diener Allahs. Und ich möchte, bevor wir zum Ende kommen und gewährt mir diese Minuten noch, liebe Geschwister, darüber reden, was kann unserem Herzen die Sehnsucht zu Allah Azzawajal vermehren? Wie können wir den Tod mit einem positiven Empfinden entgegentreten, so dass wir uns freuen auf die Begegnung mit Allah Azzawajal? Lasst uns etwas darüber reden, bi'idhnillah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt eine lange Geschichte im Koran. Oder erwähnt eine Geschichte im Koran, die einen langen Hintergrund hat, einen sehr langen Hadith, einer der längsten Hadithe. Und zwar ging es um bestimmte Leute, die eine Pflicht unterlassen haben. Und ich möchte die Geschichte nicht ausführlich erzählen. Auf jeden Fall hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Leuten letztendlich vergeben. Und sie mussten lange darauf warten, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam Offenbarung bekommen hat, dass sie dann auch erlebt haben, dass Allah azzawajal ihnen vergeben hat. Und Allah azzawajal sagt in dieser Ayah, ثم تاب عليهم ليتوبوا.
Daraufhin hat Allah Azza wa Jal sie zur Reue gelenkt, damit sie bei ihm bereuen. Wie As-Sa'di rahimullah über diese Aya sagte, ثُمَّ وَفَّقَهُمْ لِلْتَوْبَةِ. Er hat sie dann zur Reue geführt, ihnen den Erfolg gegeben, dass sie bereuen, لِتَقَعَ مِنْهُمُ التَّوْبَةِ, damit sie tatsächlich diese Reue bei Allah subhanahu wa ta'ala tatsächlich ausführen. Damit sie dieses bei Allah subhanahu wa ta'ala bereuen. Höre, wenn Allah azza wa jal etwas Gutes mit dir vorhat, dann lässt er dich bereuen. Warum? Allah führt dich zur Reue, damit du bereust. Das heißt, Allah hat dich aus keinem anderen Grund zur Reue geführt. Außer einem einzigen Grund, weil er will, dass du bei ihm bereust. Und dass er auch danach deine Reue annimmt. Was heißt das, Abu al-Bara? Wir beide gehören zu den Sündern. Möge Allah Azzawajal uns vergeben. Es gibt manche Leute, sie sündigen vielleicht 2 Wochen. Vielleicht unterlassen sie ihre Gebete. Oder vielleicht unterlassen sie Fastentage im Ramadan. Vielleicht gehen sie zwischendurch mit Freunden heraus und machen das Üble und das Schändliche. Und das machen sie vielleicht 2, 3, 4 Wochen. Daraufhin kommt ein Empfinden in ihrem Herzen, das sie bereuen müssen, weil sie auch nicht zufrieden sind mit diesem Zustand. Sie wissen, dass sie gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala sündigen. Und daher empfinden sie die Reue. Dieses Empfinden ist nicht von dem Diener. Dieses Empfinden, Allah hat sie dazu gelenkt, damit sie auch bei ihm bereuen und er anschließend ihre Reue annimmt. Und ich frage dich bei Allah, wenn Allah so etwas mit dir tut und du zum Schluss bereut hast, derjenige, der dich zur Reue geführt hat, damit du letztendlich bereust, will er etwas Schlechtes für dich? Will er dich bestrafen? Hat er die gewaltigste Strafe für dich vorbereitet? Im Gegenteil, hätte er nichts Gutes in dir gesehen, hätte Allah Azza wa Jal nichts Gutes für dich bestimmt, hätte er dich niemals so eine Reue begehen lassen. Wisse das. Und deswegen sagte Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala, unser Liebling, möge Allah Azza wa Jal uns mit ihm Yawm al-Qiyamah vereinen. Er sagte, der Unterschied zwischen jemandem, dessen Herzen tot ist, und ich spreche jetzt zu dir, o Sünder, der Unterschied zwischen jemandem, dessen Herzen tot ist, er empfindet gar kein Gefühl mehr für die Reue. Und er empfindet nicht mehr einen Unterschied zwischen einer guten und einer schlechten Tat. Und wenn er etwas Schlechtes tut, dann hat er auch kein schlechtes Bedürfnis. Dann hat er auch kein schlechtes Gewissen. Du gehörst doch nicht zu diesen Leuten. Du sagst zu mir, ich weiß, dass ich was Schlechtes gemacht habe. Ich weiß, dass ich mich ändern muss. Das alleine beweist, dass du nicht das Herz von diesem hast, der bereits ein totes Herz hat. Möge Allah azawajal unsere Herzen lebendig lassen. Aber diese Sache musst du genau verstehen. Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagte, wer noch nicht ein totes Herz hat, so wird er immer das Bedürfnis haben zu bereuen. Und das beweist, dass sein Herz noch am Leben ist. Wenn es auch ein schwaches Herz ist, aber sein Herz ist noch nicht abgestorben. ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُ. Daraufhin hat er sie, Allah Azza wa Jal, zur Reue gelenkt, damit sie auch bereuen. Und nicht nur, dass Allah dich zur Reue lenkt, damit du bereust. Allah hat dich nur dorthin gelenkt, damit er subhanahu wa ta'ala dir vergibt. Schau Ayyub alayhi salatu wassalam. Ayyub alayhi salatu wassalam war 18 Jahre krank. Und er hatte wahrlich eine gewaltige Krankheit, die du und ich niemals aushalten dürften. Die du und ich niemals aushalten würden. Er hat seine gesamte Familie verloren. Das reicht. Wir müssten nicht mehr erwähnen an Prüfung. Und Ayyub alayhi salatu wassalam hat seinen gesamten Besitz verloren. Und Ayyub alayhi salatu wassalam hatte eine Krankheit, die ihn 18 Jahre begleitet hat. Und er blieb geduldig. Wer hat ihn geduldig gemacht? Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah, nachdem er ihn, Ayyub alayhi salatu wassalam, diesen edlen Propheten, geduldig gemacht hat, lobt Allah ihn für seine Geduld. Eine Frage. Hätte Ayyub alayhi salatu wassalam diese Geduld tatsächlich umgesetzt, hätte er diese Geduld ertragen, wenn Allah Azza wa Jal ihm dazu nicht verholfen hätte? Du sagst mir natürlich nicht. Und Allah, der ihn zu dieser Geduld verholfen hat, hat ihn dafür gelobt.
Und er hat ihn einen dankbaren Diener genannt, einen geduldigen Diener genannt. Und diese Wörter stehen bis Yawm al-Qiyamah. Das heißt, o Diener Allahs, verstehe, wer Allah azzawajal ist. Warum diese Angst vor dem Tod? Und ich möchte dir noch eine andere Geschichte erzählen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte erstmal, Lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi min ahadikum, idha saqata alaihi ba'iruhu qad adallahu bi ardin falah. Allah azzawajal erfreut sich mehr über die Reue von einem Diener, der in der Wüste sein Reittier verloren hat. Die Überlieferung im Ganzen ist bei Al-Bukhari. Der Prophet, um es kurz zusammenzufassen, er berichtete uns von einem, der in die Wüste auszieht, das heißt, er verreist, und auf seinem Reittier, auf seinem Kamel, liegt sein gesamtes Proviant. Und dieses Kamel verschwindet. Die Person hat weder zu essen, noch zu trinken, noch sonst eine Möglichkeit zu überleben. Also legt er sich hin und wartet auf den Tod. Und er wartet und wartet, aber er stirbt nicht. Und irgendwann öffnet er die Augen und sieht was? Sein Kamel mit all seinem Proviant. Diese Freude, die dieser Diener hat, und sie ist eine unermessliche, gewaltige Freude, Allah sagt, er freut sich noch mehr über die Reue seines Dieners, als dieser Mann über sein wiedergefundenes Kamel. Allahu Akbar. Und die Frage von mir, was hat Allah Azzawajal von deiner Reue? Sag es mir. Wird er reicher? Wird er mächtiger? Subhanahu wa ta'ala. Du sagst mir nein. Also solltest du wissen, Allah Azzawajal, wenn du bereut hast und so Allahs Angesicht erwartest, Allah empfängt dich, während er sich freut darauf, dich zu treffen. Wenn er sich darüber freut, subhanahu wa ta'ala, dass du bei ihm bereut hast, wird er sich dann nicht auch auf deine Begegnung freuen? Wird er sich nicht auf deine Begegnung freuen? Natürlich. Deswegen hat Allah azzawajal sich gefreut, subhanahu wa ta'ala, über deine Reue. Warum? Weil er freut sich über jeden Diener, der bereit ist, zu Allahs Weg zurückzukehren. Hat er noch vor seiner Zeit gemacht, was er auch immer gemacht hat. Und nicht nur das, nachdem Allah azzawajal dich gesehen hat, Subhana, und er ist Al-Basir, der Allsehende, nachdem er gesehen hat, bezeugt hat, was du alles an üblen Sünden gemacht hast. Du warst im Spielcasino, du hast viele Sachen geraucht, die man nicht rauchen darf, in der Shisha-Bar, du hast eine Freundin oder eine Frau, sie hat einen Freund gehabt und ihr habt die gesamte Zeit nur gesündigt. Nachdem ihr bereut habt bei Allah azzawajal, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat, wa kana Allahu ghafuran rahima. Außer diejenigen, die glauben, außer diejenigen, die bereuen und glauben und Gutes tun, so werden wir ihre schlechten Taten zu guten Taten umwandeln. Und Allah ist der Allerbarmer, der Barmherzige. Subhanallah. Hast du keine Sehnsucht, diesen Rab zu treffen? Hast du immer noch eine Angst vor dem Tod, obwohl dieser Allbarmherzige das Beste für dich vorbereitet hat? Wir haben erzählt über eine Person, der lange gesündigt hat, daraufhin hat er bereut, Allah hat ihn zur Reue gelenkt und Allah freut sich über seine Reue. Das heißt, diese Person, der wirklich ein schändliches Leben zuvor gelebt hat, Allah azzawajal freut sich über seine Reue, aber nicht nur das. Nicht nur, dass Allah sich über seine Reue freut. Mit den tausenden von Sünden, die er zuvor gemacht hat. Allah azzawajal, was macht er jetzt? Er wandelt von dieser Person die schlechten Taten in guten Taten um. Liebst du Allah, deine Shisha-Bar ist zu Hasanat geworden, nachdem du aufgehört hast und bereut hast. Deine Freundin, mit der du im Haram zusammen warst, nachdem du sie gelassen hast, sie ist zu deinen Hasanat geworden. Das Üble, was du gemacht hast, die Musik, die du gehört hast, dieses alles hat Allah azzawajal zu guten Taten umgewandelt. Allahu Akbar.
will so ein Herr Schlechtes von dir? Das sollte deine Sehnsucht im Herzen steigen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, la yasturu Allahu ala abdin fi dunya illa satarahu Allahu yawm al-qiyamah. Allah azza wa jall, wenn er einen Diener in der Dunya bedeckt, das bedeutet, Allah stellt ihn nicht bloß mit seinen Sünden, er blamiert diesen Diener nicht mit seinen Sünden, so hat Allah vor, ihn am Tage der Auferstehung, subhanahu wa ta'ala, ebenfalls zu bedecken. Und dazu haben wir eine andere Überlieferung bei Al-Bukhari, dass Ibn Umar radiallahu anhu berichtete, يَدْنُوا أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Einer von euch wird seinem Herrn nahegebracht. Das heißt, Allah Azza wa Jal wird jemanden abschotten, يَوْمُ الْقِيَامَةِ, einen Gläubigen, und er wird ihn nahe zu sich bringen. Dann wird er zu diesem Gläubigen sagen, أَعَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا, hast du diese oder jene Sünde gemacht? Hast du an dem Tag Alkohol getrunken? Hast du an dem Tag einen Joint geraucht? Hast du an dem Tag mit der und der geflirtet? Hast du an diesem Tag Musik gehört? Dann sagt der Diener, naam. Ich habe das getan. Dann fragt ihn Allah Azza wa Jalla weiter. A'amilta kada wa kada? Er sagt, ja, ich habe das getan, ja Allah. Und Allah lässt ihn so lange wiederholen. Mit all den Sünden, die Allah subhanahu wa ta'ala ihm vorhält. Und das ist eine Vorführung an diesem Tag. Bis der Diener denkt, dass er vernichtet ist. Dann sagt Allah Azza wa Jalla zu diesem Diener, der ein Gläubiger war und der inshallah bereut hat. Allah Azza wa Jalla sagt zu ihm, Inni satartu alayka fi dunya. Ich habe diese Sünden verborgen gehalten in der Dunya. Ich habe dich damit nicht bloßgestellt. Und heute werde ich sie dir vergeben. Heute werde ich sie dir vergeben. Subhanallah. Diese gesamten Sünden. Allah hat dich bedeckt, weil er wollte nicht, dass du gesehen wirst von den Leuten mit diesen abscheulichen Sünden. Allah selber, subhanahu wa ta'ala, hat dich gesehen. Und bei Allah, er hätte dich blamieren können vor allen Menschen. Aber er hat es nicht getan. Dieses nur aus einem Grund, weil er will, dass er dir am Tage der Auferstehung diese Bedeckung lässt und dir an diesem Tag vergibt. Deswegen hat Allah Azzawajal dich nicht blamiert mit den Sünden. Leider kennen wir Allah Azzawajal nicht. Und deswegen freuen wir uns auch nicht auf die Begegnung mit Allah Azzawajal. Hast du immer noch Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala? Hast du immer noch Angst, Hafan? Hast du immer noch Angst, Allah azza wa jal zu begegnen? Und ich beende, o Diener Allahs, mit einer Überlieferung, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und sie ist ebenfalls bei Al-Bukhari, sagte, man hamma bi hasanatin, falam ya'malha, katabaha Allahu indahu hasanatan kamila. Derjenige, der eine gute Tat beabsichtigt, aber er macht sie nicht. Einer hat gedacht, ich kann heute, weil ich motiviert bin, in der Nacht aufstehen und Qiyamul Layl beten. In der Nacht beten. So ist er eingeschlafen und als der Wecker geklingelt hat, hat er gesagt, Khair inshallah, vielleicht doch lieber morgen. Qiyamul Layl, nicht das Pflichtgebet. Ich rede über ein freiwilliges Gebet. So hat er es nicht gebetet, aber er hat beabsichtigt, eigentlich dieses Gebet zu beten. Allah gibt ihm trotzdem eine Hasana dafür. Und Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, ist noch gnädiger. Der Prophet sallallahu alaihi sagte, وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ دَعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرًا. Wenn er aber letztendlich die Tat ausführt, so wird er nicht eine Hasana dafür bekommen, sondern er wird 10 Hasanat bekommen bis zum 700-fachen. Und Allah kann vervielfachen, wie viel er will. Allahu Akbar. Allah gibt dir für eine gute Tat den 10-fachen Anlohn, das 10-fache Anlohn. Warum? Weil er weiß, wie ein Gelehrter sagte, dass du mehr schlechte Taten machst als gute Taten. Und damit deine schlechten Taten nicht überwiegen am Tage der Auferstehung, lässt Allah Azza wa Jalla deinen Lohn vervielfachen, damit deine Hasanat, deine guten Taten immer mehr bleiben. Allah, mein und dein Herr, bist du nicht zufrieden mit Allah? Willst du diesen Herrn nicht begegnen? Du sagst mir, Abul Bara, ich liebe Allah. Dann solltest du wahrhaftig sein. Denn derjenige, der von dir geliebt wird, ist es nicht so, dass du Sehnsucht danach empfindest, ihn zu treffen. Wenn ich dir sage, du hast eine Verlobte, die du kennengelernt hast und inshallah werdet ihr in Kürze heiraten.
wirst du mir sagen, dass du nicht dich freust, diese Verlobte zu sehen. Du sagst mir, ich kann die Nacht nicht schlafen und freue mich, bis ich sie zum nächsten Zeitpunkt sehe. Das ist schön, kein Problem. Aber wer ist deine Verlobte im Vergleich zu Allah? Wer ist sie? Allah Azza wa Jal sollte die größte Sehnsucht bekommen. Allah Azza wa Jal sollte derjenige sein, nachdem wir die größte Sehnsucht empfinden, ihn zu treffen, subhanahu wa ta'ala. Und wenn das der Fall ist, dann wissen wir, was die Stellung von Allah Azza wa Jal ist. Aber wenn wir es nicht begehren, Allah Azza wa Jal zu treffen, und nochmal, es ist kein Problem, dass man eine natürliche Angst vor dem Tod hat, aber letztendlich weißt du, o Diener Allahs, du hast dich vorzubereiten auf diesen Tod und Allah Azza wa Jal wird dich bei deinem Tod, Allah Azza wa Jal wird dir die frohe Botschaft bei deinem Tod geben, dass du in das Paradies hereinkommst und du freust dich auf die Begegnung mit Allah. Wallahi, wenn ich die Gläubigen frage, wenn ihr wüsstet, ihr kommt in das Paradies, werdet ihr euch freuen oder nicht? Wenn ihr wüsstet, ihr werdet Allah im Guten begegnen, würdet ihr noch eine Sekunde hier leben wollen? Sie sagen nein. Sie sagen nein. Wir würden nicht eine Sekunde hier weiter verweilen. Warum? Weil sie nicht diese Dunya mehr lieben als das Paradies. Aber es gibt Leute, er möchte Allah nicht treffen. Er möchte Allah nicht begegnen. Und deswegen hat Allah Azza wa Jal ihnen gedroht im Koran, إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطُمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Weil ich diejenigen, die es nicht lieben, uns zu treffen und die zufrieden sind mit dem diesseitigen Leben, als ob sie Allah nicht treffen wollen, weil sie in diesem Leben zufrieden sind. Und diejenigen, die nicht an unsere Zeichen glauben, ihnen gegenüber unaufmerksam sind, so sind sie die Bewohner des Höllenfeuers für das, was sie auch an Übel begangen haben. Also haben wir uns verstanden? Der Tod ist nichts Schlimmes, wenn wir uns darauf vorbereitet haben. Und darauf vorbereitet, wir müssen versuchen, mehr gute als schlechte Taten zu machen. Warum? Damit die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass wir zu einem Zeitpunkt sterben und dass uns zu einem Zeitpunkt die Seele genommen wird, während wir eine gute Tat gemacht haben. Aber wenn wir uns nur mit dem Übel beschäftigen und kaum mit dem Guten, so wisse, o Diener Allahs, wo soll dein Erfolg herkommen? Und Allah Azza wa Jal, subhanahu, er ist nicht ungerecht. Er wird diejenigen belohnen, die er subhanahu wa ta'ala liebt und die er zum Guten leitet. Aber diejenigen, die er nicht zum Guten geleitet hat, wisse, Allah Azza wa Jal hat nicht nur ein Paradies erschaffen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und dir den Erfolg in der Dunya und in der Akhira geben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns niemals vom geraden Weg abirren lassen. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Und habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa barakallahu fikum wa jazakum la khairan. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit, liebe Geschwister, und haben jetzt, inshallah ta'ala, ein paar Minuten Zeit für eure Fragen. Denn ich sage euch ganz ehrlich, ich will nicht zu denen gehören, die euch nur sagen, ja, ich nehme mir die Zeit für euch. Nein, ich nehme mir wirklich die Zeit. Aber ich will auch gleichzeitig bitte darum bitten. Ich habe auch keine 24 Stunden Zeit. Deswegen versuche ich immer, in Anschluss an meinen Unterrichten, euch Zeit zu geben. Und auch wenn ich auf Deutschlandtour bin und euch besuche und es ehrt mich, euch zu treffen, wo auch immer ihr sein mögt, dass ich euch dort auch Zeit gebe. Und ich gebe euch Zeit am Telefon. Aber mehr schaffe ich nicht. Das schaffe ich einfach nicht. Und das müsst ihr mir vergeben. Barakallahu fikum. Wa jazakum la khairan. Na, jetzt haben wir Zeit für Fragen. Bi'idhnillah ta'ala. Wer eine Frage hat, kann sie gerne stellen. Barakallahu fikum. Wa jazakum la khairan. Mein Sohn wird die Fragen vorlesen. Ibtata. Es wird gefragt, Assalamu alaikum, ich hätte eine Frage, es geht um ein Kartenspiel namens Yu-Gi-Oh! Und die Frage ist, ob es halal oder haram ist. In diesem Spiel kann man Karten beschwören, was einfach
Möchtest du noch erklären? Ich kenne das Kartenspiel nicht, deswegen kann ich dir gar nichts darüber sagen. Allgemein, was ich dir sagen kann bezüglich des Kartenspiels, eine Person sollte nicht seine Zeit verschwenden mit Dingen, die ihn weder in der Dunya einen Nutzen bringen, noch in der Akhira. Es gibt Sachen, die gehören zum Spiel, aber es ist kein Problem, sie zu spielen. Aber man sollte damit nicht seine Zeit größtenteils verschwenden. Das sollte man in jedem Fall vermeiden. Wallahu ta'ala ala wa ala. Na. Wie ermahnt man am besten einen Mann, der mit Schwestern schreibt? Man fragt ihn, ob ihm das gefallen würde, wenn das jemand mit seiner Frau macht oder wenn jemand das mit seiner Schwester macht oder mit seiner Mutter macht, dann würde er natürlich sagen nein. Und wenn er wahrhaftig ist, wird er es dann unterlassen. Aber diese Person, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn recht leiten, das wird ihn irgendwann in die Fitna stürzen und dann wird er vielleicht nicht mehr aus der Fitna herauskommen. Na. Kommt der Shaitan, wenn man stirbt, in Gestalt der Eltern? So eine Überlieferung kenne ich nicht. Wallahu ta'ala ala wa ala. Salamu alaikum. Meine Frage ist, wie ist eigentlich im Paradies? Wie läuft es da eigentlich mit dem? Ist es erlaubt, dass eine Frau Iqama macht, alleine? Na, ist das erlaubt, dass eine Frau Iqama macht? Die Mehrheit der Gelehrten sagt, dass eine Frau weder den Adhan noch die Iqama macht. Und das ist die absolute Mehrheit der Gelehrten, die das sagt. Aber wenn wir nach den Beweisen handeln, so finden wir eine Überlieferung, dass Aisha radiallahu anha den Adhan gemacht hat und für die Frauen vorgebetet hat. Insofern haben wir hier eine Überlieferung, die bestätigt ist. Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala hat sie in dem Buch Fiqh as-Sunnah als sahih klassifiziert. Insofern haben wir einen Beleg, dass Aisha radiallahu anha das gemacht hat. Und teilweise die Beweise, die gebracht werden, dass eine Frau, wenn sie den Adhan macht, dass das nicht gültig ist, oder beziehungsweise die Iqama, das ist eine Überlieferung, die nicht authentisch ist. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wenn ich mich recht erinnere, ist sie bei Al-Bayhaqi. Na. Ich habe gefragt, was passiert mit den Tieren? Wo gehen sie nach ihrem Tod hin? Was passiert mit den Tieren? Wo gehen sie nach ihrem Tod hin? Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat An-Naba, das ist die Surah 78 im Koran, وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Und der Kafir wird an diesem Tag sein, o weh mir, wäre ich doch nur zu Staub geworden. Und das ist der Tafsir von der Aya, wäre ich doch nur zu Staub geworden, dass die Tiere zu Staub werden und deswegen wünscht sich der Kafir, dass er keine Abrechnung bekommt und ebenfalls zu Staub wird. Wallahu ta'ala ala wa ala. Wenn man eine Situation hat, die notwendig ist, darf man Gebete zusammenziehen? Allgemein ja. Aber man muss die Situation betrachten, ob das eine Notwendigkeit ist oder nicht. Oder ob das einen islamischen Grund hat oder nicht. Wie das mit den Kindern aussieht, walhamdulillah rabbil alamin, ich weiß jetzt nicht, wie alt dein Kind ist, aber wenn er jetzt ein gewisses Alter erreicht, dann kannst du ihn in der Zeit etwas auf dem Tablet spielen oder auf dem Handy spielen, was Vernünftiges, ja, nicht irgendwas Verdorbenes oder irgendwas, was schlecht für ihn ist oder mit Musik zu tun hat oder Sonstiges, dass er etwas Schönes lernt oder einen Nasheed hört oder Sonstiges, das kannst du ihn spielen, dann ist er für ein paar Minuten ruhig, beten in der Tala. Dann brauchst du nicht immer die Gebete zusammenzuziehen. Na. Wie ist das, wenn Allah eine Sünde ein paar Menschen offenbart hat, aber es einen anderen Teil der Menschen verborgen ist? Was heißt das? Ich habe die Frage nicht verstanden. Na, Khutschi. Ich würde gefragt, wie sieht das aus mit Ramadan nach dem Coronavirus vorhanden? Ist da die Moschee geschlossen? Sind die Moscheen geschlossen im Ramadan? Allahu alam, ich habe nicht Ilmul Ghaib, ich habe nicht das verborgene Wissen. Aber wenn man dem zuhört, was manche Leute sagen, also von denjenigen, die
auch hier die Richtlinien vorgeben, so könnte das auch im Monat Ramadan sich immer noch erstrecken, dass dieses Versammlungsverbot weiter herrscht. Eine Kirche hat jetzt geklagt gegen diese Sache und man sollte hier mit auf das Boot springen, dass man auch bi'idhnillah ta'ala versucht, das auch gerichtlich durchzusetzen, dass die Religionsgemeinschaften diese Art und Weise nicht weiter fortführen wollen oder nicht auf diese Art und Weise fortführen, dass sie natürlich entsprechende Schutzmaßnahmen und so weiter und so fort treffen, das ist kein Problem, aber dass natürlich weiterhin eine gewisse Aktivität von seitens der religiösen Community steht, das sollte auf jeden Fall versucht zu vollziehen. Wallahu ta'ala ala wa. Na. Muss man die Zaka und Fitr als Mutter für das Kind abgeben, das nicht mit ihr wohnt? Und soll man Zaka und Fitr auch für das verstorbene Kind abgeben? Muss man Zakatul Fitr abgeben für ein Kind, was nicht bei einem wohnt? Normalerweise ist der Vater dafür zuständig. Der Vater ist dafür zuständig. Ich weiß jetzt nicht, was der mit dem Vater ist. Aber wenn der Vater nicht mehr da ist oder beziehungsweise nicht mehr lebt, dann macht das bi'idhnillah ta'ala jemand, der in der Lage dazu ist. Ist man nicht in der Lage, dann entfällt das. Dann entfällt das. Wallahu ta'ala ala wa ala. Was ist mit einem Talibul Ilm, der müde wird mit dem Lernen und der nicht mehr sonderbar motiviert ist, weiterzumachen? Man sollte wissen, liebe Geschwister, dass da, wo der höchste Lohn steckt, auch die größten Schwierigkeiten stecken. Aber man sollte auch wissen, dass wenn man das trotzdem weiter vollzieht, auch wenn das einem sehr schwer fällt, so ist dein Lohn noch gewaltiger, bi'idhnillah ta'ala. Und denke immer daran, was Mu'adh ibn Jabal radiallahu anh gesagt hat. Er sagte, al-ilmu jihad. Das Wissen oder das Streben nach Wissen ist Jihad. Das heißt, das ist eine gewaltige Belohnung, die auf dich wartet. Und natürlich ist es so, dass man manchmal müde wird. Und hier sollte der Talibul Ilm, der Streber nach Wissen, sein Wissenserwerb variieren. Zum Beispiel eine Person liest am Tag zum Beispiel 6 Stunden Bücher. Wenn du merkst, du wirst müde und wenn du merkst, es strengt dich sehr an und du hast eigentlich keine richtige Lust mehr, dann variiere das, indem du dann Unterrichte hörst von Gelehrten. Und dieses Variieren, dass du mal liest, mal Unterrichte hörst und mal selber bei Unterrichten da bist, das wird dir bi'idhnillah ta'ala eine Vereinfachung geben. Und zwischendurch, und das rate ich jedem Mutalibul Ilm, dass er nicht nur das pure Wissen sich anstrebt, er soll auch zwischendurch sich Ermahnung anhören. Das ist sehr wichtig bi'idhnillah ta'ala, damit er auch weitermachen kann und die Kraft hat weiterzumachen. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Na. Was ist mit den verloren gegangenen Gebeten vor der Rechtleitung? Wenn wir jetzt über einen Kafir sprechen, mit seinem Islam wird ihm alles vergeben, was davor war. Wenn wir jetzt über einen Muslim sprechen, der seit seiner Pubertät nicht angefangen hat zu praktizieren, sondern erst mit 30, 35 und älter, so sind das Gebete, die Schulden sind gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Aber weil er sie absichtlich unterlassen hat, sind sie nicht mehr nachzuholen, nach der richtigen Ansicht der Gelehrten. Sind sie nicht mehr nachzuholen, sondern er soll so viele Gebete wie möglich vollziehen. Das heißt, viele freiwillige Gebete und die Sunan-Gebete am Tag, die 12 sowieso, damit er Yawmul Qiyamah mit diesen freiwilligen Gebeten das ausgleicht, was er als Pflicht vernachlässigt hat. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Na. Mein Bekannter hat eine Freundin im Haram kennengelernt, aber sie möchten jetzt heiraten, islamisch, und sie möchten bereuen, kann er sie heiraten? Na, wenn jemand eine Freundin zuvor hatte und er war mit ihr im Haram zusammen, dann ist die Sache so, dass wenn er sie heiraten will, dieses mit zwei Bedingungen geschieht. Die erste Bedingung ist, wenn beide Muslime sind. Die erste Bedingung ist, dass beide bereuen, eine aufrichtige Reue.
Denn wenn einer von beiden nicht bereut, ist es nicht erlaubt, für den einen den anderen zu heiraten, der nicht bereut hat. Das heißt, beide müssen aufrichtig bereuen. Und zweitens, wenn sie bereut haben, müssen sie eine Monatsperiode voneinander getrennt werden. Und in der Zeit sollten sie keinen Kontakt zueinander haben, um Allah Azza wa Jalla zu beweisen, dass sie es ernst meinen. Das geht nicht nur darum, dass man feststellt, dass die Frau schwanger ist. Nein, das hat auch noch andere Hintergründe, wie Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sagte. Und auch die Ernsthaftigkeit der Reue, ob man das wirklich ernst meint. Wenn man diese beiden Bedingungen erfüllt, das bedeutet, beide bereuen, aufrichtig, wir reden jetzt über Muslime, und man lässt eine Monatsperiode Zeit, bevor der Heiratsvertrag stattfindet, dann ist es erlaubt, dass man sie heiratet. Im anderen Fall, wenn der Mann ein Muslim ist und die Frau eine Jüdin oder Christin ist, so ist es für ihn nicht mehr erlaubt, diese Jüdin oder Christin zu heiraten. Abul Bara, Allah hat doch erlaubt, die Frauen der Schrift zu heiraten, richtig mit einer Bedingung, wenn sie Muhsana sind. Das heißt, wenn sie keusch sind, keine unerlaubten Beziehungen zuvor gehabt haben. Haben sie aber diese unerlaubten Beziehungen miteinander gehabt, dann ist es nicht mehr erlaubt für ihn, selbst wenn er bereut, sie zu heiraten, außer mit einer Bedingung, sie nimmt den Islam an. Wallahu ta'ala ala wa ala. Nein. Kann man aufgrund des Viruses das Fasten für alle verbieten, wie wir es in den Medien gehört haben? Kann man aufgrund von was? Aufgrund des Viruses. Kann man aufgrund des Viruses das Fasten für die Leute verbieten? Liebe Geschwister, diese Themen sind nicht leicht. Ja? Das ist nicht eine Sache, wo jemand dann herauskommt und sagt, ja, es wird kein Ramadan geben. A'udhu billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das ist eine gewaltige Sache, die, wenn jemand eine Fatwa darüber erlässt, dass er eine gewaltige Last zu tragen hat. Ihr solltet wissen, unsere Religion ist mit Pflichten gekommen. Und diese Pflichten müssen in jedem Fall verrichtet werden, wie zum Beispiel das Fasten, außer man hat einen islamischen Entschuldigungsgrund. Wie wenn man krank ist. Und wenn es Leute gibt, die jetzt zum Beispiel krank sind und durch das Virus noch weiter geschwächt werden könnten, über diese Leute brauchen wir gar nicht zu reden. Das heißt, die sowieso krank sind und die sowieso nicht fasten können, über diese Leute brauchen wir nicht zu reden. Sie sind auch ohne Coronavirus entschuldigt. Na, Nummer eins. Nummer zwei, es ist nicht erlaubt, eine Pflicht zu unterlassen, weil man denkt, dass was passieren könnte. Das heißt, alleine nur, dass man einen Zweifel an einer Sache hat oder alleine, dass man denkt, es könnte etwas passieren, es ist nicht erlaubt, deswegen eine Pflicht zu unterlassen. Wallahu ta'ala ala wa ala. Und natürlich heutzutage sieht man viele Leute, jeder ist ein großer Gelehrter geworden, jeder möchte sich vortun und möchte Fatawa geben. Und dieses sind Themen, die von den großen Gelehrten, vertrauenswürdigen Gelehrten, und ich sage das nicht umsonst, weil es gibt Institutionen, ohne Namen zu nennen, diese Institutionen sind einfach nicht vertrauenswürdig, weil wir sie kennen und wir wissen, was ihre früheren Fatawa gewesen sind. Ich meine, das sind Institutionen, die auch über Fußballspieler sagen, die Profis sind, sie haben einen Grund, nicht zu fasten. A'udhu billah. Wer traut sich, so eine Fatwa zu geben, wo Allah Azza wa Jal der Allgewaltige ist, der etwas verpflichtet hat und dass man sagt, Allah stellt dich frei davon. Diese Personen werden gewaltig zur Rechenschaft gezogen. Wallahu ta'ala ala wa ala. Na. So gefragt, stimmt es, dass Hochmut schlimmer als Schirk ist? Ist Hochmut schlimmer als Schirk? Natürlich solltet ihr eine Sache wissen, liebe Geschwister, dass Schirk die gewaltigste Sünde ist. Dass Schirk die gewaltigste Sünde ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über die Mushrikin, über die Götzendiener, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Und wenn zu ihnen, zu den Götzendienern von Mekka, den Quraishiten gesagt wurde, la ilaha illallah, so haben sie sich hochmütig verhalten. Und deswegen zu den gewaltigsten Gründen, warum Leute nicht sich unterwerfen gegenüber Allah Azza wa Jal, gehört der Hochmut. Wie Allah Azza wa Jal sagt, يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةِ أَلَيْسَ فِي ذَلِكَ أَلَيْسَ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةِ
أليس في ذلك مثوى للمتكبرين؟ أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ Und diese Sura ist in Surat Az-Zumar. Und am Tage der Auferstehung wirst du diejenigen sehen, die über Allah gelogen haben. Über wen hat Allah Azzawajal hier geredet? Über diejenigen, die, wal-iyadu billah, diesen Schirk begangen haben. Und Yawmul Qiyamah wirst du diejenigen sehen, die über Allah subhanahu wa ta'ala gelogen haben, dass sie schwarze Gesichter haben werden. Allah Azzawajal wird sie kennzeichnen mit diesen schwarzen Gesichtern. Und dann beendet Allah Azzawajal: Ist denn Jahannam nicht eine Aufenthaltsstätte für die Hochmütigen? Aha, was sagt ihr das? Das sind die Leute, die diese Eigenschaft haben. Wal-iyadu billah, möge Allah uns bewahren. Na. Ist es erlaubt, aufgrund von Krankheiten sich den Tod zu wünschen und dafür Dua zu machen? Ist es erlaubt, sich aufgrund von Krankheiten den Tod zu wünschen? Nein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam brachte Aisha radiallahu anha ein Dua bei. Er sagte zu ihr: Wenn jemand müde wird, das Leben weiterzuleben, so soll er Allah sagen: O Allah, wenn das Leben besser für mich ist, dann lass mich leben. Und wenn der Tod besser ist für mich, dann lass mich diesen Tod kosten. Aber du sagst nicht: Ja Allah, nehme mein Leben. Das sagst du nicht. Oder man nimmt sich sein Leben. Das ist nicht erlaubt, sondern man sagt: Ja Allah, wenn das Leben gut oder besser für mich ist, dann lass mich leben. Und wenn der Tod besser für mich ist, dann lass mich den Tod kosten. Wallahu ta'ala ala wa ala. Es wird gefragt: Was kann man machen, wenn man betet und fastet und an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt, aber dennoch Zweifel kommen? Was kann man machen, wenn man betet und fastet und an Allah azzawajal glaubt, wenn einem Zweifel kommt? Bei Zweifel unterscheiden die Gelehrten zwischen zwei Arten von Zweifel. Der eine Zweifel sind Gedankenzweifel und die anderen sind Zweifel des Herzens, richtige Zweifel. Was die Gedankenzweifel anbelangt, zum Beispiel der Shaitan kommt zu dir und sagt dir, wie in einer Überlieferung bei Imam Muslim: Man khalaqa kadha wa kadha, wer hat dieses und jenes erschaffen? Dann sagst du: Allah. Allah hat das erschaffen. Dann fragt dich der Shaitan: وَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ, und wer hat Allah Azza wa Jalla erschaffen? Dann kommt ein Gedankenzweifel bei dir, dann sagst du: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِي, und dann ist das weg, بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى, das gehört nicht dazu. Hier wirst du nicht zur Rechenschaft gezogen. Aber wenn in deinem Herzen sich Zweifel in deinem Herzen festsetzen, dann hier hat man den Islam verlassen. Allah Azza wa Jalla sagt in Surat Al-Hujurat: إِنَّمَا الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. Wahrlich diejenigen unter den Gläubigen, die glauben, die an Allah und den Gesandten glauben, sind diejenigen, die an Allah und den Gesandten glauben und hierauf nicht zweifeln. Das heißt, wenn sich ein Zweifel festsetzt in dem Herzen, dass man sagt: Wer garantiert mir eigentlich, dass Allah die Menschen wieder auferstehen lässt? Nicht als Gedankenzweifel, sondern als richtiges Zweifel im Herzen. Oder wer sagt mir überhaupt, dass es Allah gibt? Dann hier hat man die Religion verlassen. Möge Allah azawajal uns bewahren. Und meistens ist das der erste Fall. Meistens ist das der erste Fall. Es ist ganz selten der zweite Fall. Na. Es wird gefragt: Im Koran steht oft drin, die Sura ist in Mekka oder Medina offenbart worden. Wieso ist das wichtig? Wieso ist wichtig, dass wir wissen, ob eine Sura in Mekka oder in Medina offenbart worden ist? Erstmal sollten wir wissen, was der Unterschied zwischen mekkanischen Sura und medanesischen Sura. So sagt man medanesisch, das heißt die Sura, die in Medina herabgesandt worden sind. In Mekka, liebe Geschwister, sind die Sura herabgesandt, die vor der Offenbarung gewesen sind, vor der Auswanderung gewesen sind. Und die medanesischen Sura nennt man die, als dieses offenbart wurde nach der Auswanderung. Warum ist das wichtig? Die mekkanischen Suar haben einen anderen Charakter als medanesischen Suar. Die mekkanischen Suar gehen um Iman, um Glauben, um Hölle und Paradies. Sie sind kurze Ayat meistens. Und diese Suar gehen um das Festsetzen von einem festen, starken Glauben, bevor die Gebote und Urteile gekommen sind. Die sind in Medina gekommen. Das sind die medanesischen Suar, die
enthalten Gebote und Urteile. Denn erstmal hat Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala die Muslime gestärkt in ihrem Herzen und danach kamen die Gebote, die für sie wichtig waren. So wie Aisha radiallahu anha in einer Überlieferung bei Al-Bukhari sagte, der Koran wurde herabgesandt mit Halal und Haram und wäre der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu den Menschen gekommen mit dem Verbot von Zina, hätten sie ihm den Rücken zugewendet und nicht ihm gefolgt. Und wäre er mit dem Verbot von Al-Khamr, vom Alkohol gekommen, hätten die Leute ihm dabei nicht gefolgt. Das bedeutet, dass nicht am Anfang die Gebote waren, sondern am Anfang ging es darum, den Leuten ein Iman im Herzen zu bringen. Wallahu ta'ala ala wa. Na. Ich habe gefragt, wie ist es, wenn jemand Selbstmord macht, aber davor La ilaha illallah sagt, zählt das noch? Wenn jemand La ilaha illallah sagt und Selbstmord macht, das ist so, als ob jemand sagt La ilaha illallah und dann lässt er sich das auf dem Arm tätowieren. Man kann doch nicht La ilaha illallah sagen und danach eine gewaltige Sünde macht, die zwar einem nicht aus dem Islam herausschmeißt, aber die Grund ist, dass man in Jahannam bestraft wird. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Überlieferung ist bei Imam Muslim, er sagte, wer sich mit einem Eisenstab ersticht, so wird er sich weiter in Jahannam mit einem Eisenstab erstechen. Und wer von einem Berg herunterspringt und sich damit tötet, wie Leute das heute von einem Gebäude oder sonstiges machen, so wird er sich weiter in Jahannam von einem Berg herunterwerfen. Und dieses ist eine Androhung, dass man bestraft wird für diese Aktion. Möge Allah Azza wa Jalla uns bewachen. Nein. Was mit den Frauen, die den Kopftuch falsch tragen, zum Beispiel nach oben oder etwas, sieht man von den Haaren? Was ist, wenn Frauen nachlässig sind mit dem Tragen vom Kopftuch, so dass Haare oder sonstiges durchkommen? Das ist eine große Sünde, denn sie darf nichts von ihrer Aura zeigen. Allah subhanahu wa ta'ala hat es ihr verboten. Sie darf nichts von ihrer Aura zeigen. Warum? Weil dieses verboten ist. Na, eine Frau muss den Hijab richtig tragen und sie muss auch darauf achten, dass nichts von ihren Haaren zu sehen ist. Wallahu ta'ala ala wa ala. Dass wenn man nicht unter muslimischen Flagge lebt, dass man nicht ein Muslim ist. Stimmt das? Manche Leute sagen, wenn man nicht unter einem Khalifat oder einem muslimischen Land lebt, dann ist man kein Muslim. Das ist eine Quatschaussage. Ich weiß nicht, wer sowas sagt. Aber es ist nur ein Jahil, der so etwas sagt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, so eine Aussage zu machen. Die Leute wissen leider nicht, liebe Geschwister, was mit diesen Sachen gemeint ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, zu ihm kamen Leute. Sie haben gesagt, ja Rasulallah, wir möchten mit dir auswandern. Er sagte zu ihnen, geht zurück. Das heißt, in eure Länder, die nicht muslimisch sind. Denn damals war kein einziges Land muslimisch. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgewandert ist, haben sie ihm gesagt, wir möchten mit dir gemeinsam auswandern. Er sagte, geht zurück zu eurem Land und bringt den Leuten dort das Koranlesen bei. Yani subhanallah. Sahaba kamen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagten zu ihm, ja Rasulallah, wir leben in einem Land der Nichtmuslime. Dürfen wir ihr Besteck und ihre Teller benutzen, das heißt Gefäße und Besteck und Teller. Er sagte zu ihnen, tut das nicht, oder beziehungsweise er sagte zu ihnen, Affan, sie fragten ihn, wie das ist mit den Gefäßen beziehungsweise mit dem Besteck, mit den Tellern derjenigen zu benutzen, wo natürlich auch Unreinheit auf deren Teller zu kommen. Dann hat er gesagt, tut das nicht. Aber wo hat er ihnen gesagt, ihr lebt in einem falschen Land? Oder ihr macht etwas Falsches? Deswegen muss man aufpassen bei solchen Aussagen. Wallahu ta'ala ala wa ala. Na. Es wird gefragt, kann ich die Sünden meines verstorbenen 13-jährigen Bruders am Tage der Auferstehung auf mich nehmen und ihm meine gute Taten geben? Kann ich von meinem Bruder die Sünden tragen und ich gebe ihm meine gute Taten? Wallahi, wisse, auch wenn du damit was Gutes jetzt gerade beabsichtigst, du wirst froh sein, wenn du deine eigenen Sünden tragen kannst, Yawmul Qiyamah. Du wirst froh sein, wenn du deine eigenen Sünden tragen kannst und du wirst weder nach deinem Vater, noch nach deiner Mutter,
noch nach deinem Bruder Ausschau halten. Du wirst nur sagen, ich, ich, und du wirst nur für dich selber etwas tun können. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und er berichtet über die eigenen Familienmitglieder. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِي وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنُ يُغْنِي. An diesem Tag flüchtet der Mann vor seinem Bruder, vor seiner Mutter, vor seinem Vater, vor seiner Frau, vor seinen Kindern, Familienmitglieder. Ein jeder hat an diesem Tag eine eigene Beschäftigung. Deswegen bringe deinen Bruder dazu, dass er Gutes tut, und versuch du, das Schlechte zu vermeiden. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Es wird gefragt, was kann man zu jemandem sagen, der sagt, das ist mein Haram, also meine Sünde, und ich werde deswegen vor Allah stehen? Wenn jemand sagt, das ist mein Haram, und ich werde vor Allah stehen, natürlich, dieser ist ein Jahil. Wüsste er, was es bedeutet, mit einer Sünde vor Allah azawajal zu stehen, so würde er diese Wörter nicht sagen. Aber weil er es nicht weiß, so sagt er diese Wörter. Was kann man ihnen raten? Man soll ihnen versuchen klarzumachen, wer Allah azawajal ist. Diese Person wird niemals seine Einstellung ändern, bis er Allah azawajal kennenlernt. Na. Es wird gefragt, stimmt das, dass die Verstorbenen jeden Freitag einen Brief erhalten von den Angehörigen? Stimmt das, dass die Verstorbenen jeden Freitag einen Brief erhalten von den Verstorbenen? In Word oder auf Excel? Oder? Möge Allah uns bewahren. Das ist Quatsch. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Na, die vorletzte Frage. Es wird gefragt, welche Dua hilft bei lebensgefährlichen Situationen? Welcher Dua hilft bei lebensgefährlichen Situationen? Yunus, alayhi salatu wassalam, der edle Prophet, er war im Bauch von einem Wal. Und überlegt, er war in einer finsteren Nacht, in einem finsteren Meer, im Finstern von einem Wal, was könnte noch problematischer sein an Situationen? So sagte er, Subhanak, la ilaha illa ant, Subhanak, inni kuntu min al-zalimin. Es gibt niemand, der mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer dir. Gepriesen seist du, der du keine Mängel besitzt. Ich war einer der Ungerechten. Das wird einem von den Problemen befreien. Bi'idhnillah ta'ala, die letzte Frage. Welche Dua soll man auf Verstorbene lesen? Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal mit den Sahaba radiallahu anhum im Friedhof war und sie einen Verstorbenen beerdigt haben, dann sagte er zu ihnen, Ud'u li achikum fa innahu al-ana yus'al. So macht Dua für euren Bruder. Das heißt, dass man Allah azawajal darum bittet, dass er ihm vergibt, dass Allah azawajal mit ihm barmherzig ist, dass Allah azawajal sein Grab zu einem Paradiesort macht und nicht zu einem Höllenort. Und das sind die Adaya, die man machen kann. Wallahu ta'ala ala wa alam. Liebe Geschwister, morgen bi'idhnillah ta'ala um 21 Uhr machen wir weiter mit den Scheinargumenten. Wir erwarten eure Anwesenheit und freuen uns, morgen euch wieder zu begegnen. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.